So, Dille, die Pause war recht kurz, das waren nur ein paar Sekunden. Wir wollen uns vorbereiten auf den Heides Flammenturm. Und dahin werden wir jetzt direkt hinlatschen. Ich level jetzt nichts. Ich werde es so probieren, wie ich es bestimmt fünfmal trainiert habe. Und es wird natürlich schief gehen. War hier noch was? Nö, glaube ich nicht. Also. Dahin geht es hier runter. Ist alles vollkommen ungefährlich. Also man muss einfach nur ein bisschen in Bewegung bleiben. Hier sieht man auch so eine Vorrichtung, die wird man später noch betätigen können. Dahinter ist ein Item, da kommen wir momentan nicht dran. Man sieht aber, dass das alles hier drehbar ist. Kommen wir einfach später zu. Ziel ist es jetzt mal, endlich mal mit Dark Souls richtig anzufangen, nach viel Gequatsche einfach mal ein bisschen was so umzuhauen. Nackig habe ich mich gemacht, um mich ein bisschen besser bewegen zu können, sprich also ein bisschen schneller zu sein, weil wir werden jetzt kaum Gegner töten. Hier ein Tipp für alle, die mit einem Charakter losgezogen sind, der kein Schild trägt. Hier findet man eins. Das heißt also, ja, unbedingt kaufen muss man keins. Also ist jetzt nicht so unbedingt notwendig. Okay, so. Hier ist die Vorrichtung von dem, unser guter Mann oben an den Basilisken, Obelisken. Was auch immer gesprochen hat. Wir machen uns den Weg frei. Gehen hier durch. War hier oben eigentlich was? Irgendwie nicht. Aber doch, da ist noch was. Da ziehen wir ein andermal dran. Da ziehen wir ein andermal dran. Wir brauchen jetzt einfach, wir müssen was ganz anderes jetzt machen. So. Hier gibt es nochmal eine Seele. Und jetzt geht's hier durch. Ihr dürft euch alle das absolut zutrauen. Das ist, also ich bin kein super Ober-Hardcore-Gamer. Hier ist Heides Flammenturm. Da vorne brennt er schon. Ja. Dann gibt es irgendwo noch den blauen Turm. Wo ist der? Der ist da oben, wo die Brücke ist. So. Wichtig jetzt erstmal, eigentlich nur, an dem vorbei das Bonfire aktivieren. Das ist erstmal das Wichtigste. So, wenn es gut läuft, können wir uns auch hinsetzen. Dann haben wir den nämlich resettet. Okay. So, und wie ihr wisst, jedes Mal, wenn man sowas hat, kann man in die Reisefunktion gehen. Okay. Wir laufen jetzt ohne Umschweife direkt zu dem Boss in seinem Turm da vorne. Normalerweise macht man das hier ganz locker und spielt ganz normal. Wir machen das nicht, weil, wie gesagt, unser Ziel der Boss ist und der dahinter befindliche Trainer. Warum ich denke, dass ich den jetzt so packe? Nun, es gibt einen kleinen Trick. Dieser Boss lebt auf einer Plattform und diese Plattform ist mit Wasser. Oh, ist klar. Und diese Plattform ist mit Wasser umhüllt. So, jetzt kann man das Wasser, ja, ich sag mal so, wegpumpen. Und kann die Plattform quasi den Raum füllen lassen, so dass quasi an der Seite kein Leerraum entsteht. Da, aber genau das, ja, genau das wollen wir uns zunutze machen. Das heißt also, wir sorgen dafür, dass da quasi ein Krater ist um die Arena herum. Und die nutzen wir, um den Boss da reinzulocken. Sofern es klappt. So. Der Gute heißt der Drachenreiter. Man geht hier rein. Stellt sich an die Seite, hält die Kreistaste gedrückt und wartet auf ihn. Und jetzt spurtet man los. Und schwupp. Weg ist er. Drachenreiterseele. So, normalerweise, wie gesagt, wenn man das hier alles leer pumpt, was will denn der da hinten? Ja, dann existiert das so nicht. Das kann ich euch ja in NG Plus mal zeigen. So, nur das war das Ziel. Schnell und locker hier hingehen. Also wie gesagt, man steht am Eingang, man lockt ihn an und rennt ihm dann entgegen, wenn er ziemlich nahe am Beckenrand ist, also an diesem Rand. Und dann macht er so einen Ausfallschritt und fällt selber runter, der Depp. Gut. So, wir haben wieder ein Bonfire. Wir setzen uns mal hin. Wir haben massig Seelen. Gar nicht mal schlecht. So, und da sitzt unsere Wunderheilerin.
Das heißt Wunderheilerin. Also das ist die Dame, die für uns Seelen hat. So, mit diesen NPCs ist üblicherweise so, nicht mit allen, aber bei der ist es so, man quatscht jetzt so lange mit ihr, bis sie sich wiederholt. Und dann zieht die nach Majula um. Und zwar da unten, wo ich euch gesagt habe, diese Vorrichtung, die das Ding da dreht. Ne? Das macht die dann. So, Mindestziel ist jetzt, wenn wir sie hier weg haben, mindestens 22 in Wille zu investieren. Da. Weil dann können wir Blitzspeer benutzen und sie verkauft uns das. So. Eventuell werden wir ein bisschen nachhelfen müssen und wir werden die Drachenreiterseele höchstwahrscheinlich konsumieren müssen. Keine Panik, sie ist nicht wichtig für die Platin. Definitiv nicht. Also man kann das Ding futtern, gibt 6000 Seelen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel wir brauchen, so, um alles hinzukriegen. Weil nämlich, man kann sogar noch eine Stufe steigern. Wenn man nämlich auf Wille 30 kommt direkt, also lasst einfach alle anderen Werte ungeachtet, das ist egal. Ja. Ab 22 Wille mit Blitzspeer seid ihr schon ein Tier. Also da sind die ersten Bosse wirklich ein Witz damit. Ja. Damit könnt ihr locker dann halt alles wegholzen und habt es wirklich leicht, überall durchzulaufen. Wenn wir es sogar auf 30 Wille schaffen und dann nochmal mit der guten Dame reden, dann gibt die uns Klamotten und so eine andere Glocke. Wo ist die Glocke? Wo ist meine Glocke? Da. Und eine andere Glocke, die man zwar erst viel später im Spiel verstärken kann, die aber jetzt schon etwas stärker ist als diese hier, normalerweise. Das heißt, man kann also zu Beginn, wenn man mit einem Kleriker startet, finde ich, den besten Start im Spiel hinlegen. Alles andere, ob man Zauberer nimmt, einen Ritter oder keine Ahnung. Mir war das alles zu hölzern. Ich habe die alle mal probiert. Der Zauberer ist natürlich nicht hölzern. Der kann natürlich casten und so. Der hat natürlich seine tollen Sprüche. Aber ich find den Kleriker, also das ist mein Char. Geil. Okay. Viel gequatscht. Weiter geht's. Are you from these parts? My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power. But the cost of it, that's for your heart to decide. So, einfach, also wie gesagt, man kann jetzt mal hier reingucken, ne? Man hätte hier die Wunder und Ziel ist es da hinten, das Blitzspeer zu kaufen. Wie gesagt, da braucht man 22 Wille, man hat direkt 10 Aufladungen. Wenn man sogar ihre Rüstung kriegt, zumindest die Kappe, die erhöht es dann um eine Aufladung, das heißt, dann hat man 11. Findet man dieses Wunder nochmal, hat man 24. Das ist der Hammer. Ja, also das ist richtig, richtig gut. Oder nee, man hat sogar auf 12 dann. Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwo da in der Richtung. Ne? Also das ist das Ziel. Also wenn wir sogar 30 schaffen, das wäre optimal. Mal gucken, vielleicht müssen wir da ein bisschen farmen. Aber wenn man Blitzspeer hat, dann kann man eigentlich diese dicken Ritter hier alle wegfarmen. Das ist überhaupt kein Problem von diesem Bonfire aus. Bis nach oben, bis zum nächsten Boss, bis zum blauen Turm kann man sich einmal durchfräsen durch die Gegner und kann hier ein bisschen farmen gehen. Wir schauen mal, wie es reicht. Ich habe das paar Mal probiert. Ich habe es nicht mehr 100% im Kopf. Es hat hier und da mal geklappt, hier und da mal nicht. Schauen wir mal. Okay. No need for miracles. Nee, ich wollte mit dir noch reden. Bist blöd. Halt! Just speak up if you're in need of miracles. That's why I'm here, after all. I'd heard awful rumors about this place. And I'm afraid they were all true. The king, gone. The earth, ravaged. The burden on the people weighs heavy. I fear that, by now, they may have scarce room in their hearts for miracles. Why did I come here? Well, do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? My preceptor always said this art should be shared with the world. And such is my only wish. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is... well... I must do this. And being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude.
I expected this cathedral to be bustling, but there's hardly a soul to be found here. Without any goings-on, I'll have to move soon. To a place I could gull the... Sorry, help the gullible by teaching the good word. I expected this cathedral to be bustling, but there's hardly a... Okay, sie wiederholt sich, das heißt, sie redet ja schon davon, weiterzuziehen, das heißt, im Endeffekt wäre das jetzt der Punkt, wo wir auch nach Majula zurück können. Wir kaufen erstmal nichts, sondern wir machen erstmal Folgendes, wir hocken uns selber mal hier an das Leuchtfeuer. Reisen, Majula, zack. Man kann sich jetzt auch dadurch, dass man die bereits hat umziehen lassen, na Majula, auch den Weg zu einem weiteren Trainer schon freischalten lassen für 2000 Seelen. Wie gesagt, aber unser absolutes Ziel ist erstmal definitiv, hier erstmal die anderen Sachen hinzukriegen. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal den Blitzspeer kaufen. Da steht es jetzt nämlich. So, wie gesagt, man kann... Na, ich zeig's euch. So. Oh, an honor to see you again. This room is not as it seems. There are two, not one, pathways leading out. And only this lovely thing reveals the other path. And this, you lovely thing, only runs on miracles. Shall I provide you with one? Also, man könnte jetzt diesen Pfad für 2000 öffnen, dann hätte man zum Jägerhain Durchgang. Das ist das Gebiet, das man in der Beta spielen konnte. Und da sitzt auch ein Lehrer. Für die Zauberer und Hexer, die es später werden wollen, hier der kleine Tipp. Wenn ihr das genauso macht, könnt ihr genau hier diese 2000 investieren. Also könnt ihr euch auch diese Lehren freischalten, um früher an den Lehrer dran zu kommen. Ihr habt dann die Option, ihn zu töten, dann droppt er einen tollen Stab. Ihr könnt aber auch damit warten. Ich glaube, dann schenkt er ihn euch sowieso irgendwann. Bin da nicht 100% sicher. Könnt mich korrigieren in den Comments. Ist immer willkommen. Auf jeden Fall wäre das auch für alle anderen, sage ich mal, die gerne auch dann auf Zauberer und Hexereien halt Wert legen, ist das auch ein guter Weg, das hier zu machen. Okay, wir machen das erstmal nicht. Wir kaufen jetzt erstmal, weil das unser Fokus erstmal ist, Blitzspeer. So, das war's erstmal. Jetzt werden wir erstmal davor zur Smaragd-Tante gehen. Und werden erstmal eine Runde leveln und mal gucken, wo wir stehen, bevor wir jetzt irgendwie die Seelen futtern. Wobei, wir haben ja so ein paar billige Seelen da hinten. Benutzen. Das ist auch eine gute Neuerung. Man kann direkt, wenn man zwei hat, kann man direkt auch sagen, wie viel man davon fressen will. Das finde ich wirklich, also großes Kompliment From Software, eine richtig gute Neuerung. Gut, das ist alles Kleinkram. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen vom Level her. So, aufsteigen. Zum Kotzen. Naja, hätte ich ein paar Leute gekillt, dann wäre das natürlich besser gelaufen. Ist egal, wir machen das erstmal. So, jetzt nehmen wir uns diese tolle Seele hier vor. Moment. Die des Drachenreiters, die konsumieren wir jetzt noch. Wie gesagt, sie ist nicht notwendig für die Platin, deswegen ist mir das auch gerade total egal. Ja, ja. Labarababa. So, mal gucken, wie weit wir kommen. Also, wir kommen bis auf 24. So, was man jetzt machen kann,
Weil man trifft ja jetzt auf ein paar Konsorten auch immer wieder, ne? Man kann jetzt natürlich auch hergehen und sagen, okay, die Rüstung und das, was sie uns so anbietet, darauf verzichten wir erstmal eine Runde, ne? Wir würden erstmal mit dem, was wir haben, so weiterleben, weil allein der Blitzspeer, das ist schon wirklich eine ordentliche Sache, dass man den allein schon hat. Ja? Deswegen, hier mein Vorschlag, wir gehen auf Wille 22, so dass wir unseren Kram erstmal nutzen können. Machen noch Folgendes, wir steigen noch auf, wir sorgen dafür, dass wir den Kolben einhändig benutzen können und das wäre erstmal das Maximum, was ich machen würde zu Beginn. Ne? Einfach mal jetzt so Gloomod-like improvisiert. Ne? Da bleiben natürlich noch 3000 Seelen übrig. Das ist überhaupt nicht wild. Die können wir jetzt natürlich auch nutzen, um vorne den Pfad schon frei zu machen. Dann können wir auch schon mal in den Jäger hingehen, können natürlich auch da eine Runde farmen. Das heißt, man hätte verschiedene Farmspots vor sich. Ich würde aber eher vorschlagen, wir holen uns noch einen super geilen Ring. Das ist dann so ein kleiner Suizid dran, den man da machen müsste und den wir auch machen werden. Koste es, was es wolle, selbst wenn wir diese Seelen verlieren. Wobei, ist eigentlich unnötig, die zu verlieren, ne? Ist ja Quatsch. Wir können ja Wille weiter aufsteigen lassen. Und den Jägerhain lassen wir erstmal da, wo er ist. Den gucken wir uns später an. So, das heißt hier. Da sind wir schon bei. Da ist das eine komische Farbe, da kannst du überhaupt nichts erkennen hier. Allihop. So, gucken wir nochmal. So, 23 Wille. Das hat sich ja fett gelohnt. Okay, natürlich müssen wir eine Zaubereinstimmung machen. Das heißt, wir müssen die Heilung rausnehmen. Halb so wild. Wir haben jetzt 10 Aufladungen Blitzspeer. Verbrennen können wir bis jetzt nichts Tolles. Brauchen wir auch nicht. So, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir uns trotzdem wieder unser Gewand wenigstens anziehen, damit wir nicht so ganz bescheuert aussehen. Und wenigstens ein paar Schuhe. Dann fühle ich mich nicht so nackig. Ja. So, und wer es mag, kann sich jetzt das Schild, was er gefunden hat, nehmen. Und natürlich die Glocke, wobei das Schild im Prinzip, also ich brauche es nicht. Jetzt noch nicht. Also ich werde später mit Sicherheit auch mal ein Schild nutzen. Aber je mehr wir uns aufknallen an Belastung, desto träger sind wir letztendlich. Und das muss nicht sein. So, okay. Jetzt machen wir einfach nochmal so einen kleinen... was mache ich eigentlich? Die Reisefunktion vergessen. Heieieiei. Also, wir holen uns jetzt noch einen wichtigen Ring. Der liegt etwas weiter weg vom Punkt, wo wir waren. Im Flammturm. Und zwar dahin. Ihr seht es sehr schön, ne? Man kann immer die einzelnen Bonfire anwählen. Wir gehen jetzt nochmal ein Gebiet weiter. Sorry, wenn das jetzt alles euch ein bisschen chaotisch vorkommt. Aber das hat alles seinen Sinn und Zweck, weil wie gesagt, nach dieser Folge verspreche ich euch. Wer es noch nicht hat, kann sich von Future Press den Collector's Guide kaufen. Ist ein ganz ansehnliches Buch. Manche Sachen sind nicht so optimal gelöst da drin. Das ist aber egal, als Nachschlagewerk durchaus geeignet und auch schön zu lesen. Ich blätter da immer wieder mal gerne durch, wenn ich ein Gebiet erledigt habe, damit ich dann mal gucken kann, was ich so alles vergessen habe. Ist ganz praktisch. Hier hinten liegt noch eine Kleinigkeit. So, ein Klosteramulett. Das machte nochmal was. Haltgift. Boah, das ist doch nicht schlecht. So, ich sehe auch, dass wir hier noch ein paar von diesen Heilsteinchen haben. Die können wir uns noch reinlegen. Da müssen wir nicht den teuren Estus-Flakon immer sofort verbraten. So, gucken wir mal, ob es hier den einen oder anderen Knilch gibt, den man noch ein bisschen kitzeln kann. Mit Sicherheit. Da kommt schon der erste. Also wenn man den schon mal so eingegeben hat, kann man den Rest zweihändig wirken lassen. Man spart einfach ein bisschen an Munition. Da ist noch einer. Oh, Vorsicht, der ist ein bisschen agiler. Der weiß noch nicht, wo ich stehe. Ja. Ich hab's noch gesagt, Vorsicht, der ist agiler.
Kommt drauf was Schönes. Macht er nicht. Na, ist egal. Okay, dann kann man sich hier direkt ein paar Items abgreifen, während man hier schon mal runtergeht. Menschenbild, dunkle Pastille. Ich glaube, die erhöhen... die Finsternisabwehr. Brauchen wir nicht. So, ein paar Seelen hier noch einsammeln. Hier hat man schon mal die helle Bade. Die helle Bade des alten Ritters. Boah, ich muss immer aufpassen. Der, die, das, ne? So. Man kann sich die natürlich mal angucken. Für uns natürlich viel zu schwer, diese Waffe. Hier, sie braucht auch wirklich recht ausgewogene Stats. Ist eher was für Beweglichkeit, also für die Geschicklichkeit. Man sieht schon in den Werten, 16 Stärke, 20 Geschicklichkeit. Ist alles wie beim Alten geblieben, was das Scaling betrifft. Ne? Wenn das Scaling besser ist, also von E bis A geht und S wäre dann noch am besten. Also je weiter oben im Alphabet der Buchstabe angelehnt, sofern es kein S ist, umso besser. Also B ist schon sehr fantastisch. Aber da ist man ja, da ist mir ja 1000 Jahre von entfernt, das so zu erfüllen, sag ich mal. Also das dauert noch. So, das Gebiet ist hier eigentlich recht entspannt. Steht überall mal so ein kleiner Ritter. Vorsicht, der schafft es immer wieder durch die Tür zu schlagen. Ich weiß nicht, wie er das hinkriegt, aber irgendwie macht das. Ja, jetzt hat er mich. Ne? Achso, schon tot. Ja, ich wedel da mit den Waffen rum. Ja, kling, kling. So, hier geht's immer da weiter, wo einer steht. Und da der hier steht. Ah, den gebe ich dir noch, komm. Also ihr seht schon, das ist schon super easy peasy jetzt. Also, wenn man die Blitzsperre nicht zu Anfang hat, ne, dann ist man hier doch eher in der Defensivhaltung. Muss tatsächlich auch mal das Schild rausholen, muss ein bisschen blocken. So kann man sich das alles ein bisschen leichter machen. Jetzt sagen natürlich alle, ja, aber Gloomhord, sehr nur noch drei Blitzsperre da, was machst du denn dann? Ist alles kein Problem, dafür gibt es hier sowas. Ne? So gelbes Kraut zum Beispiel, später findet man noch bessere Sachen. Die stellen dann einfach die Zaubereinsätze wieder her und dann geht das weiter. Also würde ich jetzt hier Probleme kriegen, könnte ich mir die Blitzsperre mit diesen zwei Kraut wirklich komplett wieder aufladen. Wäre also kein Thema. Brauchen wir aber auch momentan nicht, in dem Sinne. Bis wir beim nächsten Bonfire sind, hat sich das erledigt. Ja, also das ist überhaupt kein Thema. Die Klamotten habe ich jetzt auch wirklich nur an. Man könnte also das Spiel eigentlich nackt spielen. Das ist einer der etwas enttäuschenden Punkte für mich. Also je weiter man fortschreitet im Spiel, desto mehr merkt man, dass Rüstung überhaupt nichts bedeuten. Also da ist völlig egal, ab einem gewissen Punkt, ob ihr nackt vor allem steht. Hey, nochmal langsam, Meister. Da ist völlig wurscht, ob ihr nackt vor einem steht oder, doch, guck mal da, Schild des alten Ritters. Ist auch nicht schlecht. Oder ob ihr Klamotten anhabt. Oh, 24er Stärke. Das ist aber auch, das tut überhaupt nichts zur Sache, ne? Ihr kriegt wirklich genauso viel Schaden. Das interessiert den Scheiß, ne? Ob man da ein bisschen mehr auf dem Kerbholz halt oder nicht, ja. Also, finde ich ein bisschen enttäuschend. Also, hätte ich mir besser vorgestellt, vor allem hätte das da ein bisschen mehr RPG-Sachen gehabt und gut ist. So, hier, Leuchtfeuer. So, einmal hinsetzen, damit alles repariert und komplett geheilt wird. So, das da ist Lucatil aus Mera. Wir quatschen die jetzt noch nicht an, weil, wie gesagt, wir sind nur hierher gekommen, um uns schnell noch einen Ring zu besorgen. Da spurten wir schnell hin und dann hat sich das hier auch für uns erledigt. Wir gucken mal kurz, ob wir irgendwo so einen Knochen noch haben. Zum Zurückporten. Da. So, also wie gesagt, das sind alles Gegenden, die machen wir alle nachher. In Ruhe. Das, was ich euch gerade zeige, ist nur, um euch ein bisschen den Anfang und den Einstieg zu erleichtern. Ihr habt gesehen, das war locker machbar. Jetzt holen wir uns noch einen ganz wichtigen, essentiellen Ring. Ich habe mich am Anfang, als ich gesehen habe, dass es den gibt, tierisch drüber aufgeregt. Boah, war ich sauer. Liegt immer so ein Arsch. Und von da hinten ballert immer einer mit so Pfeilen. Wir kürzen mal hier ab. Hüp. Oh, Vorsicht, der wirft nämlich immer so... Oh, nein, 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 nein! Nein!
Ah! Ich weiß ja, was passiert. Ich weiß, der eine tüncht einen ein mit irend so einem Schlick, also sprich was Entzündbaren, und der andere haut dir den Feuerpfeil in die Brust und du bist tot. Mann, ja. Wenn man meint, man haut das hier locker flockig weg, ja. Pass auf, wir machen das jetzt mal anders hier. So, ich bin ja eh der Meinung, dass Rüstung nichts hilft, deswegen weg damit. Scheiß Ballast, ja. Okay. So. Natürlich nur gucken, dass wir da auch wieder gesichert hinkommen. Und wenigstens erstmal unsere Leiche einsammeln. Das ist erstmal das Wichtigste. Weil die Seelen verlieren muss nicht sein. Ja, wirf du mal deine Bombe daneben. Saftzack. Jetzt habe ich ihn da hinten jetzt getroffen. Ja! Da ganz da hinten habe ich einen getroffen. Nein, dieses Rindvieh. Ja, das fehlt mir jetzt noch. Oh oh. Ich wollte ja überhaupt keine Speränzchen machen. Ich möchte einfach nur das Teil da hinten holen. Mehr nicht. 5 Blitzspeer, komm, das wird reichen. Da oben kommt einer runtergejumpt. Den machen wir direkt. Den machen wir mit der Keule. Dich auch. So. Praktisch ist der Weg zu unserem Ring frei. Ganz da oben, den dürfen wir uns nicht anlocken. Das heißt, wir müssen einmal hier rein. Wenn es nicht klappt, ne? Wenn es nicht klappt. So. Und da ist der Ring. Der Ring der Lebenssicherung. So. Den werde ich euch gleich noch erklären. Wir machen uns hier jetzt erstmal aus dem Staub. Wie gesagt, ich hatte mich tierisch drüber aufgeregt, als ich gesehen habe, dass es ihn gibt. Also nicht, nee, das falsch. Nicht, dass es ihn gibt, sondern was er kann. Aber irgendwann, wie gesagt, habe ich mich ja mit dem Spiel ja komplett arrangiert und angefreundet und habe mir dann gesagt, naja, Gloomhaut, wenn du halt irgendwann ein Walkthrough machst, dann ist es natürlich geil für die Leute zu wissen, was man mit diesem Ring alles machen kann. So, das heißt, den haben wir jetzt auch. Und jetzt kommt die coole Sache letztendlich. Ne? So, jetzt gehen wir mal hier zurück nach Majula, weil jetzt haben wir alles vorbereitet. Ja, bin bei 28 Minuten. Die 2 Minuten gebe ich mir noch, um euch jetzt noch zu erklären, wie es dann weitergeht und mich halt vorzubereiten auf die nächsten Episoden, weil dann geht es in den Wald der Riesen, dann werden wir ganz normal spielen. Ich gucke jetzt nochmal, ob mir hier die Botin, ob die mich nochmal ein bisschen leveln lässt. So, wie gesagt, je früher wir mit dem Willen nach oben kommen, umso besser. Dann können wir uns direkt ein paar tolle Sachen leisten. Ich glaube, das waren wieder 2 Level. So, also, folgendes. Wir werden uns jetzt erstmal menschlich machen. Dann werden wir uns unseren neuen ergatterten Ring anlegen. Das ist der hier. Hebt Tod auf, zerbricht jedoch. So, diese Ringe kennen wir ja natürlich auch aus Dark Souls. Nur bei Dark Souls war es halt so, wenn der zerbricht, ist er weg. Dieser hier ist reparierbar, und zwar für lächerliche 3000 Seelen. So, das heißt also, den werden wir immer anhaben. Den werden wir immer tragen, damit wir jetzt nicht hässlich sind in Zukunft. Hier versprochen, ich ziehe mir auch was an, weil jetzt muss ich nirgendwo mehr durchspurten und mich beeilen oder sonst irgendwas. Das kann alles jetzt mal so bleiben. Hier unten nehme ich auch das hier mal raus, lege schon mal hier die Zaubereinsätze rein. Ich sehe gerade, ich habe ja noch eine große Seele gefunden. Wo ist sie? Da. Mal gucken, ob die mir noch was bringt. Vielleicht kann ich ja noch ein Level steigen. 2000, ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Könnte sogar noch für ein Levelchen reichen. Ja, wird halt so müßig mit der Zeit, ne?
Okay, ein paar Punkte haben wir nochmal gekriegt. So, das heißt, genau so werden wir losmarschieren. Wir sind sehr gut vorbereitet. Wir haben diesen Ring. Wir haben auch die anderen Ringe an, die uns halt mehr TP geben. Wir sind im Prinzip jetzt so eine Art naher Fernkämpfer geworden. Wir können alles schon mal per Blitzspeer, was etwas härter ist, schon mal ankitzeln oder direkt töten. Wir haben die Power. So kann man erstmal weitermachen. Das ist eine gute Grundbasis. Den Ring reparieren kann man hier drüben bei diesem Knilch. Jetzt natürlich geht es noch nicht, weil seine Werkstatt noch zu ist, aber diesen Schlüssel werden wir als nächstes relativ schnell uns besorgen. Und ab dann braucht ihr wirklich keine Angst mehr haben in dem Spiel. Ihr könnt locker flockig durchlaufen. Wenn ihr sterbt, bricht zwar der Ring, ihr behaltet aber sowohl eure Menschlichkeit als auch eure Seelen. Und 3000 auf der Tasche hat man eigentlich nach meiner Erfahrung immer, um das Ding zu reparieren. Dann portet man einfach hier zurück, repariert ihn kurz und das war's. Okay, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache mich jetzt mal fertig. Vielleicht nehme ich heute Abend noch irgendwie noch eine Folge auf. Momentan habe ich so richtig Bock. Vielleicht mache ich den Wald der Riesen. Ansonsten sage ich euer Gloomhord. Bye bye und bis bald.